7 Minuten für einen starken Rücken mit Widerstandsband. Du brauchst ein ganz normales Widerstandsband. Greif es in der Mitte und geh mit beiden Füßen jeweils in eine der Schlaufen. Das Band greifst du in die Mitte und dann mit leicht gebeugten Knien in deine Grundposition, heb den Brustkorb an, halt die Schulterblätter hinten tief, greif mit beiden Händen beide Zügel des Bandes, stabiler Rücken, Spannung im Bauch und dann heb dich und senk dich. Rücken strecken mit Widerstandsband. Auch eine Deadlift-Kreuzheben-Variation, Rücken strecken. Füße sind ein bisschen breiter als hüftbreit und dann immer wieder die Hüfte schiebt nach vorne, der Po ist angespannt und dann bring deine Schultern über deine Hüfte bzw. minimal hinter deine Hüfte, aber nicht ins Hohlkreuz verfallen. Bauchspannung sorgt dafür, dass du in der stabilen Position bist, dass du immer wieder deine Körpermitte unter Kontrolle hast. Halte durch, lange Set zur Eröffnung hier, um den unteren Rücken erstmal richtig schön auf Spannung zu bringen. Wichtiges Tempo rausnehmen, Kontrolle reinbringen. Po fest, Bauch fest, Schulterblätter hinten zusammen. Und dann löst die Spannung, lass die eine Schlaufe los, steh hüftbreit auf dem Band, greif ungefähr auf Kniehöhe, gib deinen Oberkörper nach vorne und starte mit engem Rudern. Du ziehst das Band rechts und links gleichzeitig von deinen Knien an den Oberschenkel entlang, bis deine Ellbogen höher als dein Rücken sind. Zieh die Schulterblätter fest zusammen, arbeite ohne Schwung, mach dich beim Nachlassen lang und beim Hochziehen lass die Ellbogen eng am Körper. Geh dann die Richtung, steh aufrecht und zieh vor deine Brust nach oben und wenn du vor deiner Brust bist, zieh die Ellbogen nach hinten, öffne den Brustkorb weit. Hier darfst du leicht ins Hohlkreuz gehen, so viel du kontrollieren kannst. Wichtig ist, wenn du nach oben ziehst ins aufrechte Rudern, lass die Ellbogen deutlich vor deiner Brust und dann öffne dich weit. Du spürst, wie du die Hüfte nach vorne schiebst, die Schulter zurückziehst und dein ganzer Körper unter Spannung kommt. Durchhalten, es lohnt sich. Ach, beug dich wieder ein Stück weiter vor, greif auf Kniehöhe und geh zurück zum normalen, engen Rudern. Vorgebeugt. Bauchspannung, Po-Spannung, Schulterblätter fest. Blick geht ca. 2 Meter vor dir auf den Boden. Und immer gleichmäßig atmen. Kontrolle und Stabilität geht vor Geschwindigkeit. Die letzten 3 Sekunden. 2, 1 und dann löst die Spannung, leg das Band zur Seite und komm in die Bauchlage auf den Boden. Bring die Ellbogen neben deinen Brustkorb, die Hände neben dein Gesicht. Und starte Oberkörper und Unterkörper gleichzeitig zu heben. Rücken strecken im Liegen, Rückenstrecker. Brust hebt sich, Beine heben sich, Zehenspitzen sind lang von dir weggestreckt. Lass die Ellbogen neben deinem Rippenbogen, die Hände neben deinem Kinn, sodass du geschützt bist und arbeite ohne Schwung mit maximaler Stabilität. Bei der nächsten Wiederholung, wenn du hebst, schieb einen Arm nach vorne, bring den anderen Arm nach hinten. Handfläche der hinteren Hand zeigt nach oben eine Schwimmerbewegung. Der vordere Arm bleibt die Handfläche Richtung Boden, der hintere Arm rotiert, dass du ihn auf deinen Po legen kannst. Schwimmerbewegung immer rechts und links im Wechsel. Maximale Stabilität durch Bauchspannung. Je fester du deinen Bauchnabel nach oben ziehst und deine Po-Muskulatur nach unten schiebst, umso mehr Intensität kriegst du in deine Rumpfmuskulatur. Stopp hier und dann komm nach oben, greif wieder dein Widerstandsband in die erste Übungsposition, das heißt rechts und links eine Schlaufe, in der Mitte doppelt greifen, Standbreite ein bisschen breiter als hüftbreit und dann zurück zum Rückenstrecken im Stehen. Deadlift-Variation, du hast die Wahl, du kannst eines der beiden Bänder einzeln nehmen, wenn du es ein bisschen leichter möchtest, wenn dein Rücken schon gut vorerschöpft ist, oder du bleibst bei beiden Zügeln des Bandes, dann hast du es doppelt so schwer. Du kannst auch zwischen den beiden Variationen wechseln, und immer die Intensität gehen, die dein Rücken gerade bewältigen kann. Halte durch, langes Set nochmal hier. Wenn du nicht mehr kannst, wechsel auf eines der beiden Bänder, aber bleib in der Bewegung. Noch 8 Sekunden hier.
Und dann achte auf die Bewegung. Wir starten in einen Ausfallschritt mit dem Band. Du bleibst in den beiden Zügeln in 2, 1. Und jetzt bring einen Fuß nach vorne, den anderen nach hinten auf die Zehenspitzen. Hinteres Knie geht leicht tief. Du lässt einen der beiden Zügel los, bleibst an einem Zügel und machst jetzt einarmiges vorgebeugtes Rudern. Das Band hast du auf der Seite, wo das Bein hinten ist. Das vordere Knie dient als Stütze, da kannst du dich abstützen. Und dann zieh immer unterhalb deines Brustkorbs als Zielposition für deine Hand nach oben und wechsel wieder zurück zur Mitte, Deadlift. Jetzt kommt ein Finale Grande. Wir holen uns nochmal maximale Spannung für den Rücken. Deadlift in der Mitte, bevor wir dann auf die zweite Seite nochmal des einarmigen Ruderns gehen, in die andere Richtung im Ausfallschritt. Du hast auch hier wieder die Wahl beim Deadlift, ein Band oder zwei Bänder, sodass du jederzeit die Intensität steuern kannst, die dir gut tut. Wechsel jetzt in die andere Seite Ausfallschritt, anderes Bein hinten, hinterer Fuß, die Ferse löst sich leicht vom Boden, Knie kippt leicht nach vorne, Brust bleibt angehoben, Schulterblätter hinten tief. Und dann versuch immer wieder mit maximaler Kontrolle nach oben zu ziehen, kontrolliert und klar definiert, welche Muskulatur du trainierst. Arbeite nicht nur aus dem Arm und der Schulter, sondern ganz gezielt aus dem Rücken. Letzten 3, 2, 1 und jetzt letzter Wechselband zur Seite. Leg dich nochmal auf den Bauch und mach nochmal die Rückenstrecker wechselseitig als Schwimmerübung. Ein Arm lang, der andere Arm mit einer kleinen Schulterrotation nach hinten, sodass die Handfläche des hinteren Arms zur Decke zeigt und Richtung deines Pos sich bewegt. Endspurt. Letzte Übung. Du hast nochmal die Möglichkeit, die Spannung zu erhöhen und die Intensität noch gezielter zu steuern. Verschenk keinen Millimeter und arbeite sachte und kontrolliert, ganz gezielt. Fullset nochmal hier zum Abschluss. Immer Brust heben, Zehenspitzen lang, ein Arm lang, der andere Arm rotiert, Handfläche zeigt dann nach oben. Die letzten 11 Sekunden. Du spürst schon, der ganze Rücken ist unter Spannung, aber gib die Kontrolle nicht auf. Du bestimmst aus dem Kopf, was passiert. Halte durch, noch 3, 2, 1 und stopp. Komm langsam hoch, streck dich, fühl mal in deinen Körper rein. Schieb den Po nach hinten, mach die Arme lang, mach deinen Rücken rund. Und dann sei stolz auf dich. Wow.